Wir haben die Kreistagsfraktion alle eingeladen und ihr könnt euch jetzt hier, wer mitbekommen will, was die zu sagen haben zu unseren Vorschlägen, kann jetzt hier wieder vorne an die Spitze vom Schützenweg kommen. Da fangen wir jetzt mit dem Polit-Talk an. Wir haben uns geeinigt darauf, dass wir vor allen Dingen über zwei Themen reden. Und wir machen eins nach dem anderen. Und dann können wir hier die Fraktionen dazu fragen, die Menschen, die aus den Kreistagsfraktionen hier sind, was sie dazu denken, was ihre Fraktion dazu denkt, was sie davon umzusetzen gehört oder was sie stattdessen machen. Wir fangen an mit dem Thema Fahrradstraßen. Das ist uns ja deshalb besonders wichtig, weil aus den Orten, die ein richtig gutes Fahrradstraßennetz gemacht haben, bekannt ist, dass die größte Verschiebung innerhalb des Model Splits, das ist normalerweise die Aufteilung in die vier Arten Fußgängerinnen, Fahrradfahrerinnen, Autofahrerinnen und öffentlicher Personennahverkehr, das ist ein bisschen unvollständig. Wir haben ja seit heute auf jeden Fall die Rollstühle und Rollatoren noch mit drin in unserem Verkehrswendekonzept. Dazu werden wir auch einiges noch ausarbeiten. Aber momentan sind die meisten Statistiken raus. Und es ist völlig klar, die größte Verschiebung gelingt Richtung Fahrradverkehr. Es gibt Orte in Europa, die haben 60% Fahrradaufkommen. Und das haben die vor allen Dingen geschafft, indem sie ein richtig attraktives, gut vernetztes Netz von Fahrradstraßen geschaffen haben. Jetzt leben wir hier in einer Region, die ein erbärmliches Entwicklungsland da ist. Wir haben nicht mal in der Stadt mit dem höchsten Studierendenanteil Gießen eine einzige Fahrradstraße, geschweige denn in den Orten drumherum. Wir haben ein komplettes Fahrradstraßennetz, sowohl für Fisektal, für auch für Gießen, vorgeschlagen. Wer die Pläne noch nicht kennt, die hängen da hinten aus, die gibt es auch zum Mitnehmen an unserem Infostand. Die sehen so aus, die beiden Dinger. Das ist unser Fahrradstraßennetz vorgeschlagen. Hier im Wiesektal haben wir den Vorteil, dass wir eine zentrale Radwegeverbindung schon haben, nämlich den R7. Auf dem stehen wir hier, weil die Orte Gießen, Busseck, Reiskirchen und Grünberg liegen an der Wiesek. Das heißt, man kann dieses Tal entlang fahren. Die Wiesek endet dann auf Höhe von Grünberg. Da ist eine eigentlich hervorragende Verbindung mit so ein paar Lückenschlüssen. Wir haben das ja hier schon, die Problemlage hier. Das ist halt überörtlich und deshalb meine Frage an die Kreistagsfraktion. Unser Vorschlag ist, den R7 komplett durchgehend in den Orten als Fahrradstraße zu führen und dann vom R7 aus Stichverbindungen in die Wohngebiete zu den Schulen oder sowas zu machen. Da das eine überörtliche Geschichte ist, den R7 weiter auszuführen, haben wir gesagt, wir fragen die Kreistagsfraktion, was haltet ihr von diesem Plan, den R7 durchgehend von Gießen bis nach Mücke als Fahrradstraße in den Orten und von dort ausgehend noch Fahrradstraßen in die Umgebungen? Unterstützt ihr das als Kreistagsfraktion? Und wenn ja, was würdet ihr machen im Kreistag und in Kontakt mit den Gemeinden und euren Fraktionen dort? Wer will anfangen? Wir haben hier den Rainer Tamel von den Linken. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich fange mal an, ich bin nicht von den Linken, sondern von der Gießener Linken. Das ist ein Unterschied, weil wir sehr viele Leute, dazu gehöre ich auch, in der Fraktion haben, die gar nicht Mitglieder dabei sind, sondern irgendwelche Initiativen erwarten. Wir unterstützen die Forderungen, die es geht, nämlich diese Fahrradstraße nach dem Verlauf des R7 auch als Fahrradstraße in den Orten zu realisieren. Und wir haben praktisch das Konzept, das ja Ihnen bekannt ist und hier auch aushängt, als Antrag der Fraktion in den Kreistag angebracht. Das heißt, sämtliche Vorschläge, die hier gemacht werden, was die zukünftigen Haltepunkte der Vogelsbergbahn angeht, aber auch was diese Fahrradstraße angeht, das, was in dem Vorschlag der Projektwerkstatt Saasen formuliert ist, haben wir als Antrag im Kreistag eingebracht vor einem Dreivierteljahr. Es ist nicht abgelehnt worden, sondern ist verschoben worden auf die Diskussion und eine Studie, die gemacht wird, um die Vogelsbergbahn attraktiver zu organisieren. Und in dem Zusammenhang sollen dann auch diese Vorschläge im Einzelnen diskutiert werden. Okay. Danke sehr. Von den Grünen Christian Zuckermann. Ja, hallo. Von meiner Seite auch vielen Dank, dass Sie heute hier sind und vielen Dank an die
Veranstalter, zunächst einmal, dass ihr hier so eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung organisiert habt. Ich glaube, das ist auch genau das, um was es geht. Letztendlich muss man Aufmerksamkeit generieren für wichtige Dinge. Und manche Dinge lassen sich besser durchsetzen, wenn die Bevölkerung weiß, dass das den anderen immer wichtig ist. Was machen wir im Kreistag speziell oder wie stehen wir zu den Forderungen, den R7 komplett auszubauen durch die Ortschaft mit Fahrradstraßen? Grundsätzlich ist das sehr begrüßenswert und wer hier die örtlichen Gegebenheiten kennt, müsste eigentlich auch erkennen, dass es im großen Busseck keine großen Schwierigkeiten damit geben dürfte, das zu machen. Letztendlich geht es bei einer Fahrradstraße nicht darum, dass dort nur Fahrräder fahren dürfen, sondern natürlich auch PKWs. Die Fahrräder allerdings Vorrang genießen. Und ich glaube, wenn man eine Fahrradstraße ausweist als Gemeinde in einer günstigen Verbindung von A nach B, dürfte da auch keiner was dagegen haben. Und als allerletztes die Anwohner. Was machen wir im Kreistag konkret? Der Radwege-Nahverkehrsplan ist in der Entwicklung, steht kurz vor dem Abschluss, wir haben ihn noch nicht gesehen. Er wird aber nochmal, bevor er verabschiedet wird, durch die Gremien gehen. Und auch dann ist so eine Veranstaltung hier sehr gut, um nochmal speziell auf die Problemlage hinzuweisen und möglicherweise auf dem letzten Drücker noch das eine oder andere realisieren zu können. Letztendlich geht es natürlich beim Radwegeverkehrsplan immer auch um Klimaschutz, um Gesundheit der Menschen und ja, und darum alternative Möglichkeiten für die Verbindung zu schaffen, gut hinzukriegen. Letztendlich bei uns rennen sie offene Türen ein, das ist völlig klar. Ich glaube auch bei den anderen Fraktionen, die heute hier gekommen sind, ein bisschen heftiger klopfen müssen sie an den Türen von den Parteien, die heute nicht hier sind. Vielen Dank. Darf ich heute hier gerade stellen, dir noch eine konkrete Nachfrage stellen? Klopft ihr in Wiesbaden mal an und sagt dem guten Tarek Al-Wazir mal Bescheid, dass hier der Kreisel her soll? Also einer muss ja die Rübe hinhalten, heute bin ich das hier, aber ich sage auch mal ganz klar, es ist nicht immer so, dass das, was Grüne vor Ort gerne wollen, auch Grüne in Wiesbaden auch wollen. Das ist nun mal so, das liegt in der Natur der Dinge. Wir haben natürlich schon ein Stück weit Einflussmöglichkeiten, den Finger in die Wunde zu legen und das kann ich natürlich zusagen, das werden wir auch machen. Wir werden das Thema konkret ansprechen. Macht korrumpieren! Super, danke. Wir werden aufpassen. Und als letztes heute hier zu den anderen Fraktionen sage ich nochmal was. Wer sich zurückgemeldet hat, sich entschuldigt hat und wer gar nichts gesagt hat, Gerald Dörr von der SPD. Ja, guten Tag. Auch ich sage herzlichen Dank für die Einladung und auch für die gute Aktion, die natürlich sinnvoll ist und wichtig ist. Und ich meine, das richtige Stichwort ist da drüben auf dem großen Ballon zu sehen. Es gibt keinen Planet B. Ich denke, da wissen wir, was momentan wichtig ist. Zum Glück ist vieles in Bewegung, zum Glück ist momentan auch viele junge Menschen, die verstehen, wo der Weg hingehen muss auf dieser Welt. Ja, wie auch Christian Zuckermann schon gesagt hat, leider bestehen es nicht alle, auch hier nicht. Das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass wir nur mit drei Fraktionen hier sind, wo es eigentlich mehr gibt von, auf Kreisebene. Aber gut, es ist nochmal, wie es ist. Die SPD ist natürlich, das weiß man auch, und da kann ich mich nur dem örtlichen Bürgermeister, der auch meiner Partei angehört, ja anschließen, daran interessiert, dass da was passiert, auch was den R7 betrifft. Und der Carsten hat gesagt, die Busseger sind sich da auch einig, dass hier in der Richtung was passieren muss. Leider wissen wir halt auch alle, dass die Mühlen in der Politik sehr, sehr langsam mahlen, die Verwaltungen oftmals nicht so schnell sind, wie man sich das dann wünschen würde und je überregionaler das dann wird, umso länger dauert es. Ich bin selber jetzt auch nicht aus der Region hier, ich komme aus dem Ende des Landkreises, wie weiß ich, nichtsdestotrotz. Fahrradstraßen ist was ich persönlich sehr begrüßen würde. Warum? Ich bin jemand, der als Pendler selber jeden Tag nach Frankfurt mit der Bahn fährt und in Frankfurt dann auch viel zu Fuß unterwegs wird. Und was ich in Frankfurt sehe, sind diese Einbahnstraßen, die Fahrradfahrer auch in die Gegenrichtung benutzen dürfen. Und ich halte das oftmals für sehr, sehr gefährlich, was da passiert. Und deswegen wäre eine Aufwertung solcher Straßen zu Fahrradstraßen natürlich viel sicherer für die Radfahrer. Insofern ist das sicherlich sehr unterstützenswert, wenn dieser Radweg hier
vollkommen ausgebaut wird auf der einen Seite und durch die Schaffung von Fahrradstraßen das Ganze natürlich auch deutlich sicherer für die Radfahrer und für alle anderen wird, die, sag ich mal, mit anderen Gefährten auch dann auf der Straße sind. Also insgesamt ist es wichtig, das Automobil als, sag ich mal, wie es im Moment ist, als beherrschendes Verkehrsmittel auf der Straße etwas zurückzustellen. Gut, danke. Dann kommen wir zur zweiten Runde und danach machen wir abschließend nochmal diese schöne Kreiselfahrt. Die zweite Runde ist die Vogelsbergbahn. Das Wiesental hat ja noch einen Vorteil, nämlich, dass neben dem R7 auch noch durch all diese von mir schon aufgezählten Gemeinden eine Bahnlinie läuft. Das macht es natürlich besonders attraktiv, viele Menschen vom Auto wegzukriegen, eigentlich das Auto völlig überflüssig zu machen. Das ist auch relativ wichtig. Weil wer sich das genauer anguckt, sieht, dass sehr viel des Verkehrs hier auch Kleinverkehr ist. Dass also aus den Orten relativ viele Leute fahren. Es sind also zum Beispiel über 4000 Menschen allein aus Busseck, die jeden Tag zwecks Arbeitens irgendwo anders hinfahren. Zusätzlich noch zu Schulen, zum Einkaufen oder sowas. Wir können also damit rechnen, dass es zwischen 10.000 und 20.000 Fahrten sind, die allein Busseckerinnen und Busecker hier auf den Straßen erzeugen, jeden Tag. Ne, weil wenn 4.000 paar zerquetschte fahren, die müssen ja auch wieder zurückfahren, da sind wir schon bei fast 10.000. Und dann kommen die ganzen anderen Einkaufsverkehr und sowas noch dazu. Das sind Straßenbelastungen, die sind enorm. Und die kriege ich auch nicht weg durch eine Umgehungsstraße. Das ist ja der Aberwitz hier, trotz der hervorragenden Infrastruktur im Wiesental. Mit dem R7 und der Vogelsbergbahn ist die einzig wirklich gravierend vorangetriebene Planung hier ein Ausbau der B49. Also genau der Bahn- und Radweg parallel verlaufenden Straße. Der Bundesverkehrswegeplan stellt zurzeit eine Umgehungsstraße. Die B49 soll mit einer Umgehungsstraße um Reiskirchen und einer Umgehungsstraße um Grünberg erweitert werden, damit noch mehr Leute optimal mit dem Auto fahren können. Das ist das, was die reale Politik darstellt. Und mit diesem Geld, 31 Millionen, glaube ich, könnte man den ganzen Rest, den wir fordern, locker bauen. Unter anderem den R7 durchgehen und die Fahrradstraßennetz und als zweites die Vogelsbergbahn. Wir schlagen für die Vogelsbergbahn, wir haben das auf der Demo vorhin schon erzählt, 3 weitere Haltepunkte vor. Hier in Röttgen, der ist auch wichtig für Trohe. Dann im Industriegebiet Leppermühle, Martin-Luther-Schule, hier in Großenbusseck und einen Halt in Lindenschrurt, der besonders wichtig ist, weil dort der größte Arbeitgeber hier der Region sitzt, mit 1000 Leuten in Lindenschrurt, einem Ort, der praktisch an den öffentlichen Personennahverkehr nicht, gar nicht angebunden ist. Damit das funktioniert, braucht es zusätzliche Begegnungsgleise zwischen Röttgen und dem ehemaligen Restdepot. Da liegt eher ein zweites Gleis. Das ist relativ gut machbar. Da können die Züge sogar auch im Fahren sich begegnen. Das wird also gar keine Fahrplaneinschränkung geben, weil dort einfach 2 Kilometer Gleis noch liegen, ein zweites Gleis. Und dann brauchen wir mitten zwischen Reiskirchen und Grünberg noch einen Überholungspunkt. Sonst wird die Taktdichte einfach zu weit. Damit es ordentlich getaktet werden kann, brauchen wir in Sasen eine Begegnung, damit wir in den Schnur einen zusätzlichen Halt machen können. Auch hier handelt es sich um ein überregionales Projekt. Da ist in der Nahverkehrsplanung ist die Vogelsbergbahn noch gerade in der Diskussion. Es gibt unterschiedliche Vorschläge. Vom ganz schlechten, nämlich die Dörfer abzuklemmen, um die Leute noch besser nach Frankfurt zu bringen. Ja, mehr Mobilität bitte. Und, oder der Gegenvorschlag von uns, ganz im Gegenteil, die Vogelsberg auszubauen, Vogelsbergbahn mehr Haltepunkte zu machen, damit einfach das Auto mit Fahrrad und Bahn verdrängt wird. Jetzt wieder die Frage an die Kreistagsfraktion. Was ist eure Position zur Vogelsbergbahn? Wieder so rum, also wieder mit dem Gießener Linken. Das gehört ja, diese Vogelsbergbahn gehört ja zu dem Konzept, das wir im Kreisausschuss schon vorgelegt haben. Wir also wollen auch diese 9 Haltepunkte. Dazu muss man außerdem sagen, dass ja schon vorher in Wiesen weitere Haltepunkte gemacht werden sollen, nämlich im Restdepot. Und das hat ja schon auch die Stadt beschlossen, die Stadtverordnetenfraktion. Aber das Kernproblem ist folgendes. Es gibt eine gemeinsame Studie der Kreise Gießen und Vogelsbergkreis zum Ausbau und zur Modernisierung der Vogelsbergkreise.
Und natürlich hat der Vogelsbergkreis ganz andere Interessen als wir. Die wollen, wie das der Jörg eben schon angekündigt und angesprochen hat, relativ schnell von Halsberg, Blaubecker und so weiter nach Gießen kommen. Das widerspricht natürlich den Interessen, die wir haben, nämlich möglichst viele Haltepunkte zu haben, um auch möglichst viele Ortschaften und Gemeinden einzubeziehen in den Verkehr nach Gießen. Und das lässt sich nur lösen, indem man praktisch diesen Faktor entsprechend effektiviert mit diesen zusätzlichen Ausweichstellen und in der Perspektive dazu kommt, dass diese Vogelsbergbahn wieder zweigleisig ausgeführt wird und im Grunde dann auch zu einer Linie wird, die effektiv und auch sehr schnell dann die unterschiedlichen Interessenlagen bedienen kann. Das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, wir unterstützen auch die Vorschläge, die es gibt, eine Regiobahn zu entwickeln, die sich dann aus dieser Vogelsbergbahn organisieren lässt, indem im Grunde dann an den Rückgänger der Vogelände dann eine Bahnlinie nach Gießen hinein gebaut wird, die im Grunde auch die Bürgerinnen und Bürger sehr schnell mit den innerstädtischen wichtigen Punkten, die sie besuchen sollen, verbinden. Ja, von meiner Seite konkret gefragt zu dem Haltepunkt in der Industriegebiet Füssig. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, dort einen zusätzlichen Bahnhaltepunkt zu installieren, insbesondere wenn man weiß, dass das Industriegebiet Füssig auch zukünftig an Bedeutung gewinnen wird. Es entstehen viele Arbeitsplätze dort und zusätzlicher Haltepunkt oder ich sage jetzt mal mehr Menschen in der Bahn bedeutet im Umkehrschluss weniger Menschen auf der Straße im Auto und das muss man natürlich begrüßen. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, wer heute schon die Vogelsbergbahn nutzt, der weiß, was es manchmal schon für eine Anstrengung bedeutet, so lange Zeit in einem Zug auszuhalten. Ich glaube, es braucht beides. Ich denke, es braucht schnelle Verbindungen und es braucht Verbindungen mit mehr Haltepunkten. Also beides ist nötig, um die Leute auch attraktiv Bahn fahren zu lassen. Und jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich finde tatsächlich, dass Großenbüsseck sehr gut angebunden ist an das öffentliche Personennahverkehrsnetz. Es gibt im Landkreis Gießen andere Kommunen, denen geht es viel, viel schlechter. Das hat verschiedene Gründe und was machen wir als Kreispolitik konkret, um die Situation im Landkreis insgesamt zu verbessern? Wenn wir jetzt die Bahn anschauen, verfolgen wir ganz konkret die Reaktivierung der Lumbertalbahn und der Höllertalbahn. Das sind Regionen, da geht es den Leuten nochmal einen ganzen Ticken schlechter als hier so zentral. Das ist das, was gerade aktuell passiert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, die Vogelsbergbahn weiterhin zu unterstützen. Vielen Dank. Ja, der Christian Zuckermann hat es ja zu Recht angesprochen. Momentan sind halt vor allen Dingen die Lumbertalbahn, die Hollertalbahn im Fokus der Kreispolitik, das andere dauert alles etwas länger. Etwas länger ist leider so auch so ein Stichwort, dann komme ich auch zu dem, was der Herr Harvey gesagt hat, in der Tat die unterschiedlichen Interessenslagen. Ja, also die Interessenslagen der Leute aus Alsfeld und Lauterbach ist eine andere als die aus den Orten hier. Ich selber bin davon auch betroffen in der anderen Linie, nämlich auf der Main-Weser-Bahn. Da wollten die Marburger schneller nach Frankfurt kommen. Was war das Ergebnis dafür? Es wurden Haltepunkte weggenommen. Das heißt, in Großenlinden zum Beispiel oder in Langenz, was mein Bahnhof war, wurden Zugverbindungen gekappt, damit die Marburger eben schneller nach Frankfurt kommen. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt seit ein paar Jahren ab Wutzbach fahre, das ist für mich kein großer Umweg, aber es ist für mich ein bisschen länger, aber da habe ich mehr Zugverbindungen. Das sieht man, wie das so gegeneinander läuft, die Interessen der einzelnen Kommunen, der einzelnen Ortschaften. Klar ist natürlich auch, diese Bahn hier, die ist ja auch wunderschön, ich bin sie ja auch schon gefahren, es ist schwierig, alles zu realisieren, Machbarkeitsstudie, die läuft eben.
Aber ich glaube, an den Haltepunkten, über die wir jetzt gesprochen haben, da müssen wir uns, glaube ich, nicht diskutieren. Also ein zusätzlicher Haltepunkt im Gewerbegebiet, Schrägstrich Lämmermühle, das ist natürlich sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Auch links ist rot, wie das angesprochen worden ist von der Werkstätte selber, glaube ich, weiß, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Da müssen wir gucken, wenn die Machbarkeitsstudie endgültig vorliegt. Und zumindest von der Koalitionsseite, die wir dann im Kreistag hier haben, in der Zusammenarbeit mit Freien Wählern und Grünen, glaube ich, dass wir da was weiterbringen können. Die Frage ist nur, wann wird das sein? Und die Frage ist dann halt auch, was werden weitere Wahlen ergeben? Und wie werden dann die politischen Zusammensetzungen im nächsten Kreistag sein? Ich denke aber trotzdem, von den hier vertretenen Parteien wird da sicherlich das Interesse drauf liegen, der Fokus drauf liegen, dass wir Bahnverkehr natürlich auch weiterhin unterstützen und stärker unterstützen, damit er besser wird und der Ausbau besser wird als bisher. Vielen Dank. Okay, ja, danke sehr. Das waren die beiden Hauptfragen. Wir machen gleich noch eine Zuschlagfrage. Ich will aber kurz auf die Fraktionen eingehen. Wir haben ja 8 Parteien im Kreistag, nicht 8 Fraktionen, aber 8 Parteien, nicht alle sind eine Fraktion. Und ich will kurz darauf eingehen, was mit denen ist, die jetzt hier nicht stehen. Eigentlich wollte hier auch stehen die FWG, zu der kann ich auch nichts sagen, weil die so kurzfristig abgesagt haben. Die hatten aber von vornherein gesagt, dass das nicht sicher ist. Aber ich habe deshalb nicht mehr nachgeguckt, was für eine Position die eigentlich haben. Aber mindestens hier aus Buseck lässt sich ja mitteilen, dass hier in Buseck bei der Verkehrswende-Initiative auch Menschen von den Freien Wählern mitmachen. Das heißt, mindestens hier vor Ort die Freien Wähler mindestens teilweise oder ganz hinter unseren Positionen stehen. Wie das im Kreistag ist, werden wir leider heute nicht erfahren. Dann haben wir 4 weitere Parteien im Kreistag und ich habe mir mal die Mühe gemacht, deren Landtagswahlprogramme, das war ja erst gerade, das ist das Aktuellste dann, das was ich finden konnte, mir mal anzugucken und wollte doch nochmal auch verkünden, was die hier nicht vertretenen Parteien so gesagt haben. Ich fange mal an mit der AfD. Selbstverständlich habe ich die eingeladen, weil ich meine, dass die AfD am meisten davon lebt, dass sie ständig behaupten kann, dass sie immer ausgegrenzt wird. Ich kann nur erzählen, ich lade die immer ein und sie kommen nie. Offensichtlich haben die nichts Brauchbares zu erzählen und hoffen immer darauf, dass sie nicht eingeladen werden. Jedenfalls haben die noch nie geantwortet. Aber ich zitiere mal aus deren Landtagswahlprogramm, was die für verkehrspolitische Forderungen haben. Der Verkehrsfluss auf den Straßen muss verbessert werden. Wir fordern deshalb einen verstärkten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur durch Umgehungsstraßen. Die Anpassung von Verkehrsregelungen zur Verbesserung des Verkehrsflusses, beispielsweise die teilweise Aufhebung von Tempo 30 Zonen. Ach du Scheiße! Oder die Einführung des grünen Pfeils bei Rechtsabbiegern. Das ist für Fahrradfahrer besonders nett. Da muss man sich nicht mehr so lange mit dem Straßenverkehr rumnerven. Wenn man einmal überfahren wird, ist vorbei. Wir setzen uns dafür ein, dass die Landesregierung bei den durch Hessen verlaufenden Bundesfernstraßen verstärkt darauf einwirken soll, in Abstimmung mit Hessen Mobil Sanierungs-, Erhaltungs- und Neubauprojekte in den Bundesverkehrswegeplan zu bringen. Also manchmal kommt es mir so vor, als wenn AfD für Autofahrerpartei Deutschlands steht. Pfui, Teibel! CDU, Landtagswahlprogramm, die ja auch nicht vertreten, auch selbstverständlich eingeladen, keine Reaktion. Bereits heute investieren wir mit der Sanierungsoffensive Rekordsummen in das Straßennetz. Wir sanieren Autobahnbrücken und Autobahnkreuze und schließen die Lücken im Autobahnnetz. Wir wollen Ausbau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Wir wollen E-Mobilität in allen Bereichen fördern und den Ausbau der Ladeinfrastruktur flächendeckend vorantreiben. Generelle Fahrverbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor lehnen wir ab. Und kleiner Mitteilung, ich habe meine Suchanfrage laufen lassen, die Wörter Klima, Energie, ÖPNV, Busse und Fahrrad kommen im kompletten Landtagswahlprogramm der CDU kein einziges Mal vor. FDP, nicht hier, keine Rückmeldung. Weiterbau der A44, Lückenschluss A49, weitere Rheinquerung im Bereich Rüdesheim-Bingen, also alles Neubauten, Nordumfahrung der Stadt Kassel. Dann haben Kommunen, die auf eine Ortsumgehung wartet, die Möglichkeit, den Bau vorzufinanzieren, sodass in kürzerer Zeit mehr Straßenbaumaßnahmen realisiert werden können. Dann immerhin
Wir werden die Deutsche Bahn als Planungsträger bei Ausbau der Schieneninfrastruktur unterstützen, aber auch wir stehen zum Ausbau des Flughafens Frankfurt. Und da gibt es noch eine Partei, die eben keine Fraktion ist im Kreistag. Das ist ein bisschen peinlich. Ich muss da ein bisschen lästern. Eigentlich können die nicht dafür. Das sind die Piraten. Das ist so eine Partei, die ist jetzt nicht mehr so groß. Aber sie, ihr Hauptthema ist ja das ganze Digitale. Und der Button Busse und Verkehr, den es auf ihren Seiten gibt, und der Button Landtagswahlprogramm führt bei dieser Nerd-Partei, also bei den Computerexperten, in beiden Fällen zum folgenden Ergebnis. 404, File not found. Also kann ich aber leider nicht so rausbringen, außer dass sie mit Computern gut vielleicht auch ihre Probleme haben. So, jetzt wünscht sich ein Anwohner, der alle drei ja gesagt haben, dass sie für Fahrradstraßen sind, ein nettes Foto mit allen drei mit den Fahrradstraßen. Ihr könnt euch auch dahinter stellen und wir die gemeinsame Forderung nach Fahrradstraßen hier fordern. Alles weiß. Und danach geht es nochmal in den Kreisel. Das hat sich noch nicht viel geändert. Also Fahrradstraßen unterscheiden sich einfach von Fahrradwegen, dass hier wirklich die gesamte Straße dann den Fahrradfahrerinnen zur Verfügung steht, dass eine offizielle, formale Form nach Straßenverkehrsordnung, in denen haben Fahrradfahrerinnen immer Vorrang. Man kann das machen mit Kfz-frei oder nur anliegerfrei oder gar keine Autos. Aber Fahrradstraßen sind halt das, was am meisten den Autoverkehr aufs Fahrrad verlagert. So, ein Erinnerungsbild. Hier herrscht schon mal Einigkeit. Wir werden mal sehen, wie wir mit solchen Aktionen weiter dafür kämpfen, dass das politisch auch umgesetzt wird, dass wir ein Fahrradstraßennetz haben. Und jetzt nehmen wir schon mal für 3 Minuten den wichtigsten Punkt eines Fahrradstraßennetzes in Büsseck wieder mal in Beschlag und fahren mal wieder ein bisschen Kreisel hier.